Hallo Insektenfreunde, heute geht es um das Thema Geschlechtsbestimmung bei Gottesanbeterinnen. Am einfachsten kann man die Geschlechtsunterschiede bei adulten Tieren erkennen, deswegen fangen wir mal bei denen an. Ja, wir sehen hier zwei Pseudocreobotra walbergi und ja, was fällt uns da als erstes auf? Das Männchen ist um einiges kleiner als das Weibchen. Ja, überhaupt ist im Gesamtbild das Weibchen einfach größer und stämmiger, das Abdomen ist runder. Ja, wahrscheinlich sind da auch schon Eier drin und das Männchen wirkt einfach schlank dagegen. Ja, was man hier auch ganz toll erkennen kann, ist, dass die Antennen vom Männchen länger sind als beim Weibchen. Ja, die Antennen sind vollgepackt mit Sinneszellen und ja, sind auch deswegen beim Männchen einfach länger, damit der dann auch die Geschlechtspheromone der Weibchen wahrnehmen kann und sie natürlich dann auch aufspürt. Ja, bei den Männchen ragen die Flügel übers Abdomen drüber und ja, sie sind auch wendige und tolle Flieger. Bei den Weibchen hören die in der Regel am Ende vom Abdomen auf und ja, wenn die fliegen, dann gleicht es eher so einem Sturzflug. Ja, da die Männchen teilweise erheblich früher adult werden als die Weibchen und auch die Lebenserwartung einfach weit hinter den Weibchen zurückliegt, möchte man natürlich frühzeitig erfahren, was ist ein Männchen, was ist ein Weibchen, sodass wir die Männchen einfach ein bisschen kühler setzen können und auch ein bisschen das Futter knapper halten können. Ja, da haben wir doch ein tolles Beispiel, die Hymenopus coronatus, die Orchideenmantis. Da ist es einfach so, die Männchen werden maximal die Hälfte von der Länge der Weibchen und ja, benötigen auch zwei Häutungen weniger, um adult zu werden. Sprich, da müssen wir wirklich frühzeitig erkennen, was ein Männchen und was ein Weibchen ist. Ja, für Einsteiger ist das eigentlich relativ gut zu bestimmen. Und zwar haben wir da als erstes Indiz das Nackenband. Und zwar seht ihr da ein braunes Nackenband. Das deutet darauf hin, dass es ein Männchen ist. Aber ja, Farben sind subjektiv, ja, also nicht alleine auf die Farben verlassen. Es gibt da so ja, olivgrüne Farben, ja, so braungrünlich. Da wird es schwierig. Ja, also wirklich es nur als ein Indiz sehen und dann auf weitere Dinge noch achten. Wenn wir uns jetzt mal das Gesamtbild noch von der Mantide anschauen, ja, das Tier ist satt gefressen, das Abdomen ist doch sehr oval und wenn wir uns mal die Loben anschauen, das ist ja, die blattähnlichen Auswüchse an den Beinen und das Vergleichen mit der anderen Mantide, dann kann man sehr wohl einen Unterschied noch zusätzlich erkennen. Ja, was sehen wir hier? Ein grünes Nackenband, wir sehen ein rundes Abdomen und ja, weitaus größere Loben. Und ja, das sind auch alles Indizien für ein Weibchen. Also sehen wir hier auf der linken Seite ein Weibchen und auf der rechten Seite ein Männchen. Und ich denke, ja, ihr könnt es auch alle ganz gut erkennen. Das sicherste Indiz ist aber immer die Subgenitalplatte. Ein großes Segment an der Spitze ist immer ein Weibchen. Und zwei kleine Segmente an der Spitze ist immer ein Männchen. Ja. Das sehen wir aber an anderen Tieren und auch an anderen Bildern besser, die zeige ich euch jetzt. Ja, hier haben wir eine Idolomantis diabolica, eine große Teufelsblume. Und ich zoome mal an die Stelle hin, von der ich gerade gesprochen habe. Ja, da sehen wir die zwei Sternite oder auch Bauchsegmente, die da beim Männchen einfach ja, kleiner sind und beim Weibchen als ein Ganzes dargestellt wird. Ja, Männchen besitzen 8, Weibchen 6 sichtbare Sternite und ja, die kann man eigentlich auch schon mit der Lupe ab L3, spätestens L4, L5 auch schon mit dem bloßen Auge erkennen. Und ja, wie gesagt, meistens reicht es wirklich aus, die letzten Segmente am Abdomen zu betrachten. Und ja, wenn das letzte Segment so lang und breit ist wie die vorigen Segmente, ist ein Weibchen, werden die letzten Segmente kleiner und schmaler, handelt es sich um Männchen. Das seht ihr hier an dem Foto wirklich toll. Das ist ein Männchen, könnt ihr bei euren daheim einfach auch mal beobachten und nachschauen. Es ist wirklich easy zu erkennen, wenn man es weiß. Also ich verwende einfach ja, eine Lesebrille. Ich finde es praktischer wie eine Lupe. Ich habe dann die Hände frei. Ihr könnt auch einfach ein Foto machen. Ihr müsst halt darauf achten, nehmt die Unterseite vom Abdomen. Oben könnt ihr nichts erkennen und wenn ihr was erkennt, dann ist es falsch. Ihr müsst wirklich von unten das Foto aufnehmen, so wie ihr das in dem Bild seht. Und ja, dann einfach hinzoomen.
Ja, und hier handelt es sich um eine männliche Sodomantis gastrica. Ja, dann gibt es noch eine Besonderheit bei ein paar Arten, und zwar haben die einen zusätzlichen Stachel am Hinterleib ab L3, L4, auch nur die Männchen. Das ist bei den Arten zum Beispiel bei der Diabolica, bei der Gongylodes, bei der Mendica und bei der Walbergi. Walbergis habe ich da kann ich es euch mal zeigen. Hier seht ihr ein Weibchen, das hat 4 Stacheln hinten am Abdomen, und ja, jetzt zeige ich euch noch mal kurz ein Männchen. Ja, ich habe 4 Männchen da und einer ist zappeliger wie der andere. Ja, aber ich denke, man erkennt den zusätzlichen Zapfen an der Spitze. Wenn ihr die Art daheim habt, könnt ihr selber mal drauf schauen. Ja, es ist wirklich easy und toll zu bestimmen. Aber ich denke, ihr seid vielleicht jetzt auch wirklich ganz fit, und ich zeige mal euch abschließend noch ein Tier. Ja, Frage an euch: Was für eine Mantittenart ist das und um welches Geschlecht handelt es sich? Ja, schreibt eure Einschätzungen unten in die Kommentare rein. Ja, ich bin schon gespannt, was da rauskommt. Und ja, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe was gelernt heute, toll, dann lasst mal einen Daumen da. Und ja, vielleicht freut ihr euch aufs nächste Video, dann abonniert doch meinen Kanal, dann kriegt das wirklich sofort mit, wenn das nächste rauskommt. Und ja, ich wünsche euch wie immer eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.